Moin Leute und herzlich willkommen zurück zum maschinellen Lernen. Ihr seht, wir haben hier schon haufenweise Rechnungen aufgeschrieben. Und ja, heute geht es tatsächlich um die anderen Neuronen, also die Hidden- und die Input-Neuronen. Wenn wir da die Gewichte anpassen wollen, dann müssen wir natürlich auch noch ein bisschen rechnen. Vor allem, wenn ihr irgendwie noch mehrere Hidden-Schichten habt, also tatsächlich dann ein Deep-Netz, jetzt greife ich schon voraus, egal, wenn ihr mehrere Hidden-Schichten habt, dann müsst ihr das natürlich dann auch für jede Hidden-Schicht durchführen. Okay. Fangen wir an. Wir brauchen mal wieder natürlich genau dieselbe Rechnung. Wir wollen die Ableitung von ex nach net i. Oh, in diesem Fall brauchen wir gar nicht so viel. Da habe ich aus Versehen schon mehr kopiert, als ich eigentlich wollte. So, wir brauchen hier tatsächlich nur die. Ich schiebe das tatsächlich noch mal ein bisschen weiter hoch. Dann habt ihr das auch mehr mittig im Bild. Okay, wir brauchen nur die Ableitung von ex nach net i. Und jetzt machen wir denselben Trick wie oben. Wir erweitern den ganzen Bruch, allerdings machen wir das Ganze mit einer Summe. Jetzt wird es nämlich witzig. Und zwar die Neuronen, die alle. Ich zeige euch am besten mal das hier. Wenn ich für dieses Neuron hier den Einfluss berechnen möchte, den es auf den Fehler hat von egal welchem Output. Naja, was habe ich denn dann? Dann habe ich hier vor allem diese hier, also. Ich habe vor allem diese Gewichte, die von dem Neuron hier ausgehen, haben Einfluss auf den Output. Die da unten, naja, die interessieren mich zwar auch, aber nicht direkt. Eigentlich direkt nur diese Gewichte hier, die direkt aus meinem Neuron rauskommen. Und deswegen summiere ich über die sogenannten, ja, Downstream nennt man es normalerweise. Das heißt, ich summiere über alle Neuronen, die in meinem Downstream, also aus meinem Neuron rauskommen. Dazu brauche ich sowas hier. K in Downstream. Okay. Also, Downstream bedeutet, Downstream von i bedeutet in dem Fall eben alle Neuronen, die eben hier rauskommen. Das heißt, wo ist die Zeichnung? Diese hier. Also, das wäre im Downstream von dem hier, beziehungsweise dieses Neuron hier wäre im Downstream von dem hier. Und das Gewicht, was dazu gehört, wäre natürlich das hier. Okay. So, und jetzt darf ich ja meinen Bruch so erweitern, wie ich da Bock drauf habe. Das kennt ihr ja alles schon. Das heißt, ich schreibe einfach meine Summe, nicht meine Summe, meine Ableitung wieder hin. So, und erweitere das Ganze jetzt nochmal ein bisschen. Das heißt, ich kann hier oben nochmal meine Ableitung nach net k hinschreiben. Ihr erinnert euch hoffentlich noch, was net war. Also net ist so ziemlich das Wichtigste, glaube ich, aktuell. Okay, net k. Ist die Ableitung, net k ist die Summe bei diesem Neuron k hier. So, ich habe das jetzt einfach erweitert, das darf ich ja jederzeit machen, ist ja alles kein Problem. Und ich erweitere den unteren Term natürlich genau um dasselbe, sonst geht es nicht auf. Und zwar auch um net k. So, und jetzt kann ich das Ganze wieder auftrennen, so wie ich Bock drauf habe, und dann bleibt hier am Ende eine Summe übrig, nämlich von dem linken Teil hier. Also wir leiten ex nach net k ab und wir leiten net k nach net i ab. Okay, net k, ex, also meine Errorfunktion abgeleitet nach net k, naja, das haben wir doch schon gemacht. Das sind jetzt die Output-Neuronen. Das heißt, wir haben hier als Ableitung von ex nach net k das hier. Und das definieren wir jetzt einfach mal, also diese Funktion hier, wo ich gerade mit meiner Maus bin, wo am Ende minus yi minus oi mal oi mal 1 minus oi rauskommt. Das hier definieren wir jetzt einfach mal als Delta i in dem Fall. Jetzt muss ich noch die Zeile finden. Das hier. Okay. Okay, wir definieren uns das Ganze also als Delta i hier. So. Und was wir jetzt hier machen, dann, das ist folgendes, beziehungsweise wir sagen sogar, dass es minus Delta i ist. Minus Delta i, weil wir dieses Minus hier vorne dran eigentlich weg haben wollen. Okay. So, das bedeutet für meine Formel hier unten, ich kann meine Ableitung von e nach net k, weil das ja auch im Output-Neuron drin ist, kann ich ersetzen durch dieses Delta i, beziehungsweise Delta k, um genau zu sein. Okay, sieht dann so aus. Das heißt, halt, stopp, da fehlt noch das Minus vorne dran. Und das dürfen wir natürlich nicht vergessen. Das heißt, wir haben hier minus Delta K einfach. Und jetzt müssen wir nicht mehr nach dieser komischen, hässlichen EX-Funktion ableiten. Ich mache das Ganze übrigens leicht verkürzt. Wenn ihr das Ganze nicht so komplett folgen könnt, dann ist es auch nicht so schlimm. Am Ende ist es wichtig, dass ihr die Formeln habt und damit dann arbeiten könnt, beziehungsweise auch wisst, was da gerade passiert ist. Okay. So, jetzt habe ich hier eine weitere Funktion, nämlich net K möchte ich ableiten nach net i.
Naja gut, NetK nach NetI abgeleitet ist auch nicht so einfach möglich, kann ich leider nicht machen. Das heißt, ich wende denselben Trick einfach nochmal an. Ich mache also dasselbe nochmal, ich erweitere meinen Term. Und zwar um einmal, und nein, das habe ich mir nicht selber ausgedacht, das ist tatsächlich auf keinen Fall in meinem Kopf entstanden, das ist viel zu kompliziert dafür. Okay, Partial von, also die Ableitung von der Formel OI, also dem Output von dem J-Neuron, und unten mache ich genau dasselbe, Partial OI, genau, so, okay, das mal vielleicht noch ein, dann wird's, okay, so, gut, also wir haben jetzt hier wieder mal den Term erweitert, um die Ableitung von, das sollte kein J sein, das sollte ein I sein, um die Ableitung von dem Eaton-Output-Neuron, können wir ja machen, gibt ja wieder 1, kann man ja auch einfach wieder rauskürzen. So, und jetzt kann ich das Ganze tatsächlich auflösen. Jetzt habe ich nämlich hier einmal meine Ableitung von NetK nach dem Output, was insgesamt mein Gewicht ist. Das ist einfach nur mein stinknormales Gewicht, mehr ist das nicht. Das ist der Witz dabei. Also NetK abgeleitet nach OI ist mein Gewicht, WKI, könnt ihr gerne mal nachprüfen, warum das so ist, und die Ableitung von meinem Output I, also ihr wisst ja, Output von I, wo ist die Formel dafür? Hier, der Output von I ist ja im Prinzip 1 durch 1 plus E hoch minus X, okay? Das ist ja im Prinzip die Output-Funktion und die Ableitung von der Output-Funktion, die findet ihr hier und die Net-Funktion findet ihr hier. Okay, so viel dazu. Der Output von meinem Eaton-Neuron ist jetzt abgeleitet nach der nach NetI. NetI findet ihr hier oben. Gut. Naja, was passiert da wieder? Da leiten wir im Prinzip genau dasselbe ab wie hier. Also OI nach NetI abgeleitet haben wir hier schon letztes Video hergeleitet. Das war OI mal 1 minus OI. Das heißt, wir haben hier, der vordere Teil ist WKI und der hintere Teil ist OI mal 1 minus OI. Okay. Sehr gut. Das heißt, wir können das Ganze einfach ersetzen und uns das Leben leichter machen, indem wir hier schreiben W, wo ist es W? WKI mal OI mal 1, achso, halt, stopp, Klammern, 1 minus OI. Okay, so, und das ist jetzt die komplette Ableitung. Achso, einen kleinen Trick kann ich noch machen, nämlich dieses OI mal 1 minus OI, das ist ja jetzt nicht mehr von K irgendwie abhängig, weil K kommt einfach nicht mehr drin vor. Das bedeutet, wir können dieses K, diese OIs auch einfach vorne dran schreiben, also in etwa so. Und das ist dann die Formel, die ihr meistens finden werdet. Also hier haben wir dann OI mal 1 minus OI mal und dann die Summe über alle im Downstream, also alle Ausgänge von unserem Neuron I, das wir benutzen wollen, minus Delta K, wobei das hier Delta I ist, also einfach hier die I's mit K's ersetzen und dann seid ihr soweit, mal WKI. So, okay, das ist also die Ableitung für die Hidden-Neuronen. Ist ziemlich kompliziert, gebe ich absolut gerne zu. Was wir jetzt hier machen, das Minus können wir auch noch ausklammern, vorne dran schreiben. Und was wir dann im Endeffekt machen wollen, ist ja, wir wollen wieder Delta, also die Gewichtsänderung Delta WJI berechnen. Oder WIJ, um genau zu sein. Und die Gewichtsänderung ist einfach das hier wieder mal. Wo hatten wir die Formel dafür? Nirgends. Sowas. Was ist denn hier los? Okay. Die Gewichtsänderung ist einfach der Teil hier, aber nicht negativ. Also das Minus vorne dran fällt weg. Okay. Schreibe ich mal ganz kurz hin. Wir nennen den Teil hier jetzt auch einfach mal Delta J. Nee, Delta I. Verdammt, Delta haben wir schon. Naja, im Prinzip bleibt die Formel auch eigentlich absolut dieselbe. Das heißt, ich werde mir den Teil hier vorne benutzen. Ich hoffe, das hat funktioniert. Ja, perfekt. Delta von, also die Gewichtsänderung WIJ. Okay. Ich packe hinten dran mal einen New Line, damit ihr das Ganze ein bisschen besser sehen könnt. Okay, die Gewichtsänderung WIJ ist eigentlich immer dasselbe. Und zwar bekommt man hier jedes Mal diese Änderungsrate. Ich glaube, wir haben sie bisher immer A genannt. Und dann hatten wir diese Ableitung. Also E abgeleitet nach NetI mal XIJ. Das war eigentlich immer unsere Gewichtsänderungsfunktion oder
Ja, so haben wir die Gewichtsänderung immer berechnet und das ändert sich auch hier nicht. Das heißt, für die Hiltonneuronen einfach diese Formel hier einfügen, mal x, y und schon habt ihr euch eure Gewichtsänderungen, die ihr braucht, um dann den Algorithmus hier durchzuführen. Ah, da habe ich es hingeschrieben. Okay, also einfach das hier wieder mal machen, wie jedes Mal und ja, mit dieser komischen Ableitung hier. Gut, das war's für dieses Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich weiß, ich habe es nicht ganz so ausführlich gemacht, aber das muss man in dem Fall auch nicht mehr haben. Okay, wir hören uns beim nächsten Mal dann, wenn es weitergeht mit irgendwas mit Backpropagation oder sowas in die Richtung. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.